Dein kleines Kind steht quengelnd und wartend am Buffet. Es brüllt, dass es jetzt was von der leckeren Pasta und von dem leckeren Kompott da hinten haben möchte. Wie reagierst du? Und was sagt deine Reaktion über deinen Erfolg im Leben aus? Willkommen zu Nunchi, der koreanischen Kunst, die oft sehr trivial mit Augenmaß abgekürzt wird. Ich bringe dir heute die grundlegenden Elemente von Nunchi bei. Und danach wirst du deine Ziele in deinem Leben viel besser erreichen. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Was machst du also mit deinem kleinen, quengelnden Kind? 92% machen Folgendes. Sie ermahnen das Kind, geduldig zu sein. Der ein oder andere Weise. 7% drängeln vor und holen ihrem Kind einfach das verlangte Essen. 1%, noch weniger als 1%, aber 1%, wenn man das rundet, regen das Denken des Kindes an und holen somit das Maximum aus dieser Situation heraus. Wir würden das vielleicht als soziale Kompetenz bezeichnen, aber Nunchi ist mehr. Ein Beispiel für so eine perfekte Reaktion für die bessere Entwicklung des Kindes und eine harmonischere Beziehung zwischen dir und dem Kind und einer harmonischeren Beziehung zwischen dem Kind und der Welt, auch perspektivisch, also das Maximum, was du rausholen kannst, wäre, wenn du dem Kind sagen würdest, denkst du, kleiner Mann, du bist der einzige Mensch, der Hunger hat? Spürst du die Eleganz dieser Worte? Dann bist du schon ein gutes Stück dran an Nunchi, wenn du den Unterschied erkennst zwischen sei doch ein bisschen geduldig oder denkst du, du bist der einzige Mensch, der hungrig ist? Es geht beim Nunchi nicht nur darum, nicht anzuecken, sondern das Maximale aus der Situation in der Gegenwart als auch in der Zukunft herauszuholen. Eben erfolgreicher zu sein als der Standard. Noch ein schwieriger Test für dich. Du bist neu auf einer Party, du kennst kaum jemanden und in einer Gruppe, wo du gerade stehst, da erzählt eine ältere Dame etwas flachen Witz. Aber alle lachen. Was denkst du, was du machst oder was machst du? Mach ruhig mal kurz eine Pause in dem Video und schreib ehrlich deine Gedanken auf. Neu auf einer Party, ältere Dame, stehen viele Leute rum, macht einen Witz, flach, lacht, was machst du? Also ich hätte einfach mitgelacht, wenn ich neu auf einer Party bin, um mich so ein bisschen zu integrieren. Ja, und hätte das gemacht, was die meisten machen. Alle hätten gesagt, oder die meisten, ja, mitlachen. Ist auch nicht die schlechteste Wahl. Gedacht in dem Moment hätte ich wahrscheinlich gar nicht viel. Ich hätte instinktiv einfach mitgelacht. Vielleicht hätte ich sogar auch was Abwertendes gegenüber der Frau gedacht. Ach, die ist ja doof, aber ich lache einfach mal mit oder so. Hast du perfektes Nunchi, dann nimmst du automatisch an, wenn so viele Menschen viel falsch lachen, dass die Dame sehr einflussreich ist und nimmst dir vor, dich bei der nächsten Gelegenheit vorzustellen. Zumindest wenn Erfolg im Leben für dich bedeutet, auch karrieretechnisch hochzukommen. Das ist die Voraussetzung. Ist bei den meisten so. Das kann man aber, Erfolg ist für jeden anders. Ja, das Leben ist hart und stellt dich oft vor Herausforderungen. Es ist gut zu wissen, dass man analog seiner eigenen Überzeugung das Optimum aus der Situation herausholt. Das Optimum. Die erste Regel bei Nunchi ist, dass man den Raum nicht als physischen Raum wahrnimmt, also einen physischen Raum, dort ist ein Mensch, dort ist ein Mensch, das ist der Raum, sondern als energetischen Organismus, der auf alles reagiert, was in diesen Raum eintritt. Betrittst du also einen Raum, dann reagiert dieser Raum, dieser Organismus auf dich. Und du musst ganz schnell abschätzen, wie du handelst. Mein erster Gedanke beim Lesen über Nunchi war irgendwie, ja, ich will mich aber nicht verstellen und ich will mich auch nicht anpassen. Ja? Das ist so die erste Reaktion. Vielleicht hattest du das auch jetzt gerade irgendwann. Und da spricht so ein bisschen der kleine Revoluzzer in mir und in dir. Aber was mache ich, wenn ein Tiger den Raum betritt? Was passiert, wenn ein Auto plötzlich auf dem Gehweg fährt? Was passiert, wenn ich beim Vorstellungsgespräch für einen Job bin und diesen Job haben möchte? Was passiert, wenn ich erfahre, dass mein Produkt nicht mehr gekauft wird, wo ich sehr viel Energie reingesteckt hatte? Wir passen uns ständig an. Wir passen uns ständig an. Die Annahme, dass nur der wirklich stark ist, der seinen Stiefel da durchdrückt, ja, diese Annahme hatte ich lange Zeit in meinem Leben auch. Aber nichts könnte weiter ferner von der Realität des Erfolges liegen, wie auch immer er definiert ist. Ne? Beim Survival of the Fittest geht es nicht darum, der Stärkste zu sein, sondern derjenige, der sich am besten anpassen konnte. Die Dinosaurier, die konnten es nicht. Die waren mega stark, die waren wahrscheinlich die Stärksten, aber sie gibt es nicht mehr.
Korea wurde in seiner Geschichte über 800 Mal von seinen beiden Nachbarn Japan und China angegriffen. Über 800 Mal. Aber Korea existiert durch kluge Politik immer noch. Und nicht umsonst kommt Nunchi aus Korea. Es geht um die, ja, es geht um Anpassung. Also, erstens, der Raum ist ein Organismus, der lebt und der sich ständig ändert. Ständig. Also sei wachsam und beobachte die Energie des Raumes. Denn wer einen hohen Nunchi-Wert hat, so hat man herausgefunden, der hat ein erheblich höheres Selbstwertgefühl und eine höhere Lebenszufriedenheit. Dass diese beiden Sachen miteinander korrelieren, ist auch offensichtlich und auch schon ohne Frage bestätigt. Die ganzen Infos habe ich übrigens aus einem Buch, was ich dir unten verlinkt habe. Also wenn du dich, oder wenn ich dich jetzt mit Nunchi so ein bisschen anfixe, dann schau mal, ob das Buch was für dich ist. Die zweite Regel im Nunchi besagt, dass du dich lieber etwas distanzieren solltest, als zu schnell, zu gut zu reagieren. Es gibt den Ausspruch bei uns in Deutschland, versetz dich doch mal in die Lage des anderen. Und es gibt denselben Ausspruch in Korea, der geht anders, beziehungsweise seine Übersetzung ist eine andere. Wenn man wortwörtlich übersetzt, heißt das nicht, versetz dich doch mal in die Lage des anderen, sondern ändere deinen Standort und denke nach. Wir wollen direkt in die Perspektive des anderen hinein und bleiben dadurch eben auch begrenzt, weil wir in der Perspektive des anderen sind. Die Koreaner versuchen in derselben Situation, wo man so ein bisschen Weitsicht entwickeln möchte, eben auch ganzheitlich alles drumherum zu ergreifen. Man verändert komplett seinen Standort. Man geht nicht nur in den anderen rein, sondern man verändert seinen Standort und sieht eventuell auch beide. Also sei öfter der Beobachter und verpasse nicht den Moment, einfach mal die Klappe zu halten, anstatt klug daherzureden. Auch wenn das in dem Moment klug ist, aber vielleicht energetisch der Organismus trotzdem so reagiert, wie du das eigentlich nicht möchtest. Wenn du das tust, steigt dein Nunchi-Wert. Kinder in Korea werden in der Schule dazu angehalten, sich nicht sofort zu melden, wenn sie was nicht verstehen. Der Deutsche würde sofort sagen, oh Gott, die Kinder werden gedrängelt und es ist doch schade, die Kinder müssen sofort das was sagen. Ne? Ne, ist aber anders. Der Lehrer hat das Recht, sein Wissen komplett vorzutragen und auch die anderen Schüler werden ja davon gestört in dem Moment. Und wenn am Ende noch Fragen sind, dann können die Kinder ihre Fragen mitschreiben und am Ende können sie dann fragen, aber nicht zwischendurch melden. Weil oft erledigen sich die Fragen auch von selbst. Viele sind einfach ungeduldig. Das ist interessant. Fühlt sich da auch immer so ein bisschen ertappt. Die dritte Regel ist, dass bevor du in einen neuen Organismus, also einen Raum eindringst, deine Vorurteile zu lernen. Wenn du leer bist, so ein koreanisches Sprichwort, kannst du viel mehr wertvolle Dinge aufnehmen. Macht Sinn. Sei immer interessiert, was sich um dich herum abspielt. Beobachte aber möglichst wertefrei. Die wenigsten Menschen sind dazu in der Lage. Aber es kann trainiert werden. Es kann trainiert werden. Wie kann man sowas trainieren, wertefrei zu sein? Indem man oft seinen Standort wechselt und immer wieder neue Perspektiven annimmt. Weißt du, wer auch ein Meister des Nunchi wäre, der alle drei Sachen sehr gut oder perfekt beherrscht? Sherlock Holmes. Er betritt Räume und schaut sich erstmal aufmerksam um. Also greift nicht sofort ein, sondern schaut um und analysiert erstmal. Perfekt. Du musst nicht die Fähigkeiten von Sherlock Holmes haben, aber du holst trotzdem das Maximale aus deiner Situation heraus, wenn du erst einmal beobachtest und nicht direkt mit deiner Energie bam in den Raum reinballerst. Passiert mir häufig genug, also ich werde wahrscheinlich nicht den höchsten Nunchi-Wert haben. Erstmal ruhig sein, vorurteilsfrei, die Ganzheit des Raumes aufnehmen, auch diese energetischen Zusammenhänge, ohne sie zu durchdenken, einfach offen sein. Ja. Ist dir das alles jetzt zu kompliziert, zu vage, was ich so sage? Ja, dann schau dir meine Rezeptvideos an. Einfach für ein paar schöne Rezepte machen. Und sei nicht traurig darüber, dass du nicht das Maximum aus deinem Leben rausholst. Ist halt so. Ja. Viertens, kopiere und spiegele. Boah, Samu, geht's noch? Ey, wie sehr soll ich mich denn noch selber verleugnen? Ich soll mich anpassen, ich soll spiegeln, ich soll Sachen nachmachen und so weiter. Ja. Das spricht wieder das starke Ego aus uns. Wenn wir so reagieren. Wie gesagt, meine Rezepte echt toll, kannst du dir anschauen. Aber wenn du dich wirklich weiterentwickeln willst, dann ist es erstmal sinnvoll, wenn du eine Person begegnest, das erste Mal diese zu spiegeln, um keine Ecken zu entblößen, wo der andere sich irgendwie aufreiben könnte. Wenn der andere dich auf eine gewisse Art und Weise
begrüßt, dann begrüße ihn genauso. Ein zweiter Aspekt ist, dass du im Beisein einer anderen Person diese auch viel besser kopieren kannst, als wenn sie nicht im Raum wäre. Und dadurch, durch das Kopieren, automatisch neue Perspektiven entwickelst und auch neue Rückmeldungen bekommst, die du quasi so nicht erhalten hättest, wenn du dich wie normal verhalten hättest. Wenn du deinen Stiefel durchziehst, hast du fast immer dieselben Reaktionen. Kennst du bestimmt. Schreib das mal unten in die Kommentare. Entsprechend weitet sich dein Bewusstsein und auch dein Erfahrungshorizont, wenn du andere Leute spiegelst. Und damit kannst du in neuen Situationen aus einer größeren Range quasi wählen und adäquater agieren und erfolgreich werden. Fünfte Regel, Nunchi. Diene und versuche nicht, dich auf Kosten von anderen zu bereichern. Viele Menschen sehen immer nur ihren eigenen Vorteil. Was will ich? Und das will ich jetzt durchsetzen. Das Kuriose ist, du maximierst deinen persönlichen Nutzen, lieber Ego, nur dann, wenn du anderen Menschen hilfst. Finde heraus, was dein Gesprächspartner möchte und wie er angeredet möchte und wie er begrüßt werden möchte und was er generell im Leben will und was er für Wünsche hat. Und dann befriedige das und du hast am Ende des Tages nicht nur ihn glücklich gemacht, sondern auch dich selbst. Weil er entsprechend auch das Bedürfnis dann hat, energetisch zurückzugeben. Sechstens, in Diskussionen frage die Menschen mehr nach ihren Bedürfnissen oder generell frage mehr, als dass du mit Aussagen etwas sagen möchtest. Erinnerst du dich an das quäkende Kind? Das ist ein großer Unterschied, ob du zu dem Kind sagst, du bist nicht der einzig hungrige Mensch auf der Welt. Oder ob du fragst, glaubst du, dass du der einzig hungrige Mensch auf der Welt bist? Es ist faszinierend, wie krass der Unterschied sein kann, nur weil man einen Aussagesatz in eine Frage umwandelt. Also, in Welten. Mit diesen sechs Inspirationen wünsche ich dir viel Erfolg, ein Nunchi-Meister zu werden und dein Leben zu boosten. Fang direkt damit an. Direkt jetzt damit anfangen. Nicht immer sagen, oh, irgendwann fange ich damit an. Ne? Es lohnt sich. Und wenn du Kapazitäten für weitere asiatische Inspirationen hast, dann empfehle ich dir eine Methode aus Japan, wie du in einer Minute dein Leben komplett änderst. Das Video kannst du gleich anklicken oder findest du auch in der Infobox. Alles Gute, willkommen im Leben, bis zum nächsten Video, dein Samu.